Hallo, liebe Spür-Null-Freunde. Ich hatte ja letztens schon angekündigt, dass ich noch ein bisschen weiter erklären möchte über den Fortschritt von unserem kleinen Betriebs- und Rangierdiorama. An dieser Stelle möchte ich euch mal zeigen, wie wir die Gleise ins Straßenplan umlegen, und zwar ohne Rillenschienen oder Rillengleise. Die Rillengleise werden ja eher selten angeboten, beziehungsweise gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, nur von der Firma Swetram zu recht teuren Preisen. Wir bauen das preiswert und einfach selber, indem wir die Rillenschienen nur andeuten. Ich zeige das mal hier am schon fertigen Modell. Die Rillenschiene bekommt auf dem Styrodurträger mit einem Cuttermesser eine kleine eingeritzte Rille, und die wird anschließend durch das farbliche Patinieren wirkt die relativ realistisch, sodass der Eindruck von einem Rillengleis ganz gut rüberkommt, wie wir finden. Zumal das ja dann auch eine kostengünstige Lösung ist. Man kann für den Träger, wo die Kopfsteinpflaster eingestanzt werden, entweder von Hekidur die Platten nehmen, die sind sehr gut eigentlich, kosten aber dann auch wieder ein bisschen mehr, oder wie ich das jetzt hier gemacht habe, einfach Reste von Verpackungsmaterial, so in der Stärke von circa 3 mm, da kommt man dann ganz gut mit der Schienenoberkante hin. Das sind dann hier einfach solche Reste und Stücke, die werden einfach auf das Gleis gepresst, und somit erhält man einen Abdruck der Schiene, und da wird dann entlängs daran ausgeschnitten, ein bisschen großzügiger, dass man auch hinterher die Aussparung für die Spurgrenze erhält. So, man kann auch ruhig ein bisschen stückeln, das muss alles so gar nicht so ganz so genau sein. Diese kleinen Stücke, die werden nämlich hinterher verspachtelt, und da werden dann so kleine Ausbesserungsstellen angedeutet, so zum Beispiel wie hier oder auch wie hier. Das sieht dann sogar relativ realistisch aus. So, und wie der Bau dann weitergeht, zeige ich euch im nächsten Schritt. Ich nehme für die Einprägung der Kopfsteinpflaster eine Pinselhülse und stempel einfach mit der Pinselhülse die Kopfsteinpflaster in das Styrodur. Das sieht dann so aus in etwa. Pinselhülse, Styrodur. Und da wird dann fleißig geprägt. Jeden einzelnen Stein präge ich einzeln. Wenn man da ein bisschen Übung hinterher hat, geht das relativ schnell. Aber es ist auch eine kleine Fleißarbeit. Aber es ist ja ein Hobby, das soll Spaß machen. Und das tut es dann auch, vor allen Dingen, wenn man dann hinterher so ein Ergebnis hat, was für mich schöner aussieht als die fertig gekauften Kopfsteinpflasterplatten, die auch wiederum recht teuer sind und durch die extreme Regelmäßigkeit nicht so unbedingt den von uns gewollten Charme wiedergeben. Wir wollen ja gerne, der Ferdi und auch ich, der Sigi, wir wollen das gerne ein bisschen rustikaler haben und ein bisschen uriger, weil in der Wirklichkeit ist ja auch nicht alles so nach strengen Normen, sondern gerade so die alten Industriebauten und die alten Kopfsteine Pflasterwege sind relativ unregelmäßig im Laufe der Zeit krumm gefahren, krumm getreten, es ist einiges verrutscht, und genau das wollen wir ja jetzt hier wiedergeben. So, und schon ist das erste kleine Teilstück fertig geprägt. Man sieht hier auch die angedeuteten Rillen. Für dieses Stück, ich weiß gar nicht, sind vielleicht einige hundert Pflastersteine, habe ich jetzt eine halbe Stunde gebraucht. So, anschließend wird das Pflaster mit
Heki Straßenfarbe, und zwar die helle, übergepinselt. Und wenn das gut durchgetrocknet ist, werden die eingeritzten, angedeuteten Rillenschienen mit einem angemischten, ganz dunklen, schwarz-dunklen Braunton gestrichen. Aus Acrylfarben, entweder Revell Color oder Vallejo. Wenn das dann getrocknet ist, wird die ganze Fläche mit einem Wash eingepinselt und anschließend mit einem Lappen wieder trocken getupft. Und die Rillenkanten werden im Nachgang nochmal mit einem Rostwash nachgezogen. Wie der Effekt dann hinterher aussieht, könnt ihr ja hier gut sehen. Das sieht dann wirklich aus wie ein total abgefahrenes Rillengleis von der Hohenlimburger Kleinbahn, wie man das auch teilweise jetzt an einigen erhaltenen Stücken noch sehen kann. Das sieht ziemlich realistisch aus. Wie das dann hinterher fertig aussieht, zeige ich euch in einem weiteren Video. Nochmal als kleine Ergänzung, warum unser Kanal Ferdi und Sigi heißt. So heißen wir nicht wirklich, sondern das sind die Vornamen bzw. Spitznamen von zwei Lokführern, die auf der Hohenlimburger Kleinbahn die MV8 gefahren sind. Und wir haben das recherchiert und wir fanden das so lustig, weil wir beide, der Johannes und ich, ja das Thema Hohenlimburger Kleinbahn und parallel auch ein bisschen Plettenberger Kleinbahn bauen wollen, haben wir uns da für diese Vornamen entschieden. Und das kam eigentlich so ganz gut an. Wir fanden das ganz lustig und das ist jetzt hier so unser Pseudonym. Wichtig ist halt, alles soll spaßig und lustig sein, Spaß machen, und das Leben ist ernst genug, und deswegen fanden wir das eigentlich eine ganz gute Idee.